Hallo und willkommen zu Schiff und Kreuzfahrten. Ich wollte mich noch einmal melden zur Mein Schiff 2, zur aktuellen Mein Schiff 2. Heute wurde ja bekannt gegeben, dass die Mein Schiff 7 in 2023 ausgeliefert wird. Ja, und in der Bestätigung von TUI Cruises gab es so einen kleinen Nebensatz, dass man ja kontinuierlich damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, wie man die Kapazität steigern kann. So, von der Logik her macht es ja keinen Sinn, wenn man wachsen will, ein großes Wachstum will, oder mit dem Markt zusammenwachsen will, Schiffe zu bauen und gleichzeitig Schiffe wegzugeben. Jetzt ist es so, die Mein Schiff 1, die aktuelle Mein Schiff 1, geht in Kürze zu Marella Cruises, zum Schwesterunternehmen in England. Und ja, ich habe vor Wochen schon das erste Mal gehört, dass die Mein Schiff 2 ja verlängert bei TUI Cruises fahren könnte, da es im Moment einfach keine Bauplätze bei den Werften gibt. Es gibt keine Slots, um neue Schiffe zu bestellen, zeitnah zu bestellen. Also bestellen kann man sich schon, man bekommt sie nur nicht zeitnah. Und ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass 2023 der nächste Neubau kommt. Das heißt, zwischen der neuen Mein Schiff 2 in 2019 bis 2023 passiert überhaupt gar nichts. Es wird keine Neubauten in dem Zeitrahmen geben können. Meyer Turco kann vorher nicht liefern, die haben das zu tun, Meyer Papenburg genauso. Und ja, ich glaube nicht, dass TUI Cruises irgendwo anders nochmal eben eine Schiffswerft findet, die mal eben eine neue Schiffsklasse für sie entwirft und dann 2020, 2021 irgendwelche Schiffe ausliefern wird. Somit bleibt eigentlich nur die Option, wenn man tatsächlich ja, die Kapazität zumindest halten und ein bisschen erhöhen will, die Mein Schiff 2 zu behalten. Jetzt habe ich an verschiedenen Stellen auch schon gehört, dass man sich so ein bisschen daran orientiert hat, was am Markt ganz gut funktioniert. Stichwort AIDA Selection. Das ist ja sehr gut angenommen worden von den Gästen. Drei kleinere Schiffe, besondere Routen, besondere Kulinarik. Und ja, jetzt hat man gehört, ich habe mir jetzt auch nochmal die Mühe gemacht und habe so mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 Leuten gesprochen und habe dann aus verschiedenen Richtungen gehört, dass man darüber nachdenkt und aus der Mein Schiff 2 eine Mein Schiff macht, die man dann als Classic oder Classic oder mit einem besonderen anderen Zusatz fahren lässt. Und ja, so ein bisschen neben dem eigentlichen TUI Cruises Produkt fahren lässt. Also auch besondere Routen, vielleicht sogar auch eine Weltreise, so wie es AIDA mit dem Selection Produkt macht. Und ja, das scheint in meinen Augen absolut die sinnvollste Idee zu sein. Denn wie gesagt, Neubauten wird man keine mehr bekommen. Und ja, wirtschaftlich sinnvoll ist es, glaube ich, auch nicht, irgendwelche Alttonnage auf dem Markt zu kaufen, sie umzubauen und dann wieder irgendwas ganz anderes zu haben, was eigentlich überhaupt nicht zur Flotte passt. Also die ursprüngliche Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 sind ja umgebaute Celebrity-Kreuzfahrtschiffe. Da ist viel Geld investiert worden am Anfang und das hat man einfach getan, um ja relativ preisgünstig zu probieren, ob das Produkt Mein Schiff funktioniert. Und ja, es hat funktioniert, man hat Neubauten bestellt und es war auch von Beginn an klar, dass man die Mein Schiff 1 und die Mein Schiff 2 nicht für immer behält, sondern abstößt und weggibt. Die Schiffe sind jetzt 21 Jahre alt, also Mein Schiff 2 ist 21 Jahre oder wird 21 Jahre alt in diesem Jahr. Und es war immer das Ziel, mit Neubauten zu arbeiten. Jetzt haben wir von Mein Schiff 3 bis Mein Schiff 6 eine Schiffsklasse, die neue Mein Schiff 1, die neue Mein Schiff 2 und die Mein Schiff 7 bilden eine Schiffsklasse. Ja, und so richtig passt da die ursprüngliche Mein Schiff nicht rein. Insofern wäre es, wenn man sie behält, konsequent ein Produkt neben dem Produkt zu schaffen. Und ja, das hört sich für mich sehr plausibel an. Das sind immerhin 2000 Passagiere, die wir da wöchentlich nochmal auf Reisen schicken können. Vielleicht auch längere Reisen. AIDA Selection fährt ja auch zum Teil extrem lange Reisen und auch besondere Reisen wie Winter im hohen Norden, haben alle gesagt in der Branche, oh, ob das gut gehen kann. Ja, bombenvoll waren die Reisen. Und es ist sehr gut angenommen worden und funktioniert herausragend. Insofern geht TUI da auch kein großes Risiko ein. Das haben andere für sie getestet, ob sowas funktioniert. Insofern ist es, glaube ich, relativ schlüssig zu sagen, wir behalten einfach unsere Mein Schiff 2 und Marella ja, muss sich halt gedulden, dass sie das Schiff später bekommen oder sich eine andere Tonnage suchen und bekommt dann eben nur die Mein Schiff 1, die, wie gesagt, jetzt in Kürze zu Marella wechselt. Ja, eine Alternative sehe ich nicht. Ich habe keine Idee, was man machen könnte.
Celebrity wird keine Schiffe abgeben. Also sinnvoll wäre es, wenn man sagt, man braucht jetzt nochmal ein paar tolle Schiffe, dass man die Solstice-Class übernimmt und anpasst. Da würde ich sagen, das würde dem Konzept gerecht werden, aber das wird Celebrity nicht tun. Also bleibt einfach nur über die Mein Schiff 2 gar nicht erst abzugeben in 2019, sondern zu behalten. Man sagt, die soll noch 5 Jahre bei TUI Cruises bleiben, das heißt 23, 24, bis dann die Mein Schiff 7 kommt. Ich bin auch schwer davon überzeugt, dass TUI die letzte Option auf der Maya Turku Werft zieht und dann die Mein Schiff 8 auch noch kommt. Und ich kenne jetzt keine Schiffe auf der Maya Turku Werft, die nach 23 ausgeliefert werden. Also meines Erachtens könnte 24, 25 dann auch die Mein Schiff 8 ausgeliefert werden. Ich glaube auch nicht daran, dass es jetzt noch lange dauern wird, bis TUI den Neubau auch noch verkündet. Hat einfach den Hintergrund, sie wollen wachsen. Man merkt, sie bekommen jetzt auf die Schnelle keine Neubauten. Also sollten sie zumindest zusehen, dass sie im Nachgang noch was bekommen. AIDA ist im Bau, Costa ist im Bau, MSC ist im Bau, MSC sogar bis 2026. Die kriegen ja bald mehr Schiffe gebaut aktuell, als der gesamte Kreuzfahrtmarkt hat. Und wenn da jetzt irgendeiner wieder in Kaufrausch kommt oder in Kauflaune kommt und dann bei Maya Turku noch ein paar Plätze reserviert, dann hat TUI auch im Nachgang nach 2023 ein Problem, wenn da die Slots auch geschlossen sind. Und ja, eine neue Schiffsserie kann es natürlich auch sein, aber die würde auch erst 23, 24, 25 kommen. Insofern muss die Lücke geschlossen werden zwischen 19 und 23. Und ja, in meinen Augen passt da einfach nur die Mein Schiff 2 rein. Ich glaube nicht daran, dass man die Mein Schiff 1 auch nochmal zurückziehen kann von Marella. Also wie gesagt, es ist absolut geplant. Ich habe da auch überhaupt nichts gehört, dass man das zurückgezogen hat, dass sie jetzt direkt im Markt bleibt. Also man hätte sie auch anbieten müssen, was man nicht getan hat. Also glaube ich, die Mein Schiff 1 ist sozusagen verloren für TUI. Sie ist bei Marella und die einzige Option jetzt nochmal 2000 Paxe zu behalten, beziehungsweise 2000 Paxe zu behalten in der Kapazität, in der Flotte. Da bleibt einfach nur über die Mein Schiff 2 zu behalten. Und ja, da muss man ein bisschen Geld investieren. Und wenn man sie dann tatsächlich als Produkt im Produkt platziert am Markt, hat man, glaube ich, gute Chancen. Das Schiff hat relativ viele Fans. Man hat eine Alternative zu den Neubauten. Und wie gesagt, das Produkt ist so schon ordentlich im Markt getestet, ordentlich angenommen worden. Und ich wüsste nicht, warum es nicht auch bei TUI funktioniert. Und so gibt es alles ein rundes Bild. Warten wir es ab. Wenn es tatsächlich so ist, dürfte es gar nicht mehr so lange dauern, bis TUI Cruises sich dazu auch äußert. Denn man kann nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt hier das Schiff behalten, wir wissen aber noch nicht, was wir damit machen. Wenn es also so sein sollte, müsste TUI jetzt auch schon dabei sein, sich Gedanken zu machen, was sie mit dem Schiff machen, wo sie mit dem Schiff fahren, in welcher Art und Weise sie das Schiff betreiben. Und das dürfte ja dann bald auch rauskommen, damit diese Reisen auch buchbar werden ab 2019. Wir haben ja 2018, 2019 ist 13 Monate hätte die Mein Schiff 2 gehen sollen. Also es würde dann langsam Zeit werden, sich da auch zu äußern. Morgen ist die TUI-Hauptversammlung. Und ja, bei so Hauptversammlungen trommelt man auch immer mal ganz gern. Vielleicht kriegen wir morgen sogar schon irgendeine Antwort in Bezug auf TUI Cruises. Kann auch sein, dass bei Hapag-Lloyd noch was Schönes passiert. Werden wir morgen mal abwarten und ansonsten sehen wir das bestimmt in den nächsten Wochen, was mit der Mein Schiff 2 passiert oder eben auch nicht. Tschüss, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.